Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Session Assassin's Creed. Heute eine etwas kürzere, also genauso kurz wie das letzte Mal, also nur zwei Folgen lang, weil ich wieder mit Training angefangen habe. Ich gehe, also ja, was für Training sage ich jetzt nicht, dürft ihr gerne raten. Und da muss ich dann einfach jetzt dann in einer halben Stunde los. Deswegen, ich weiß gar nicht, haben wir mit dem schon geredet? Ah, Altair. Ein Vögelchen hatte mir euren Besuch angekündigt. Al-Mualem hat die Hinrichtung von Garnier von Nablus angeordnet, also bin ich hier. Was könnt ihr mir über ihn sagen? Er ist der Großmeister der Hospitaliter. Und sein Quartier befindet sich in ihrem Viertel. Mehr vermag ich nicht zu sagen. Erkundet die Stadt und seht, was ihr erfahren könnt. Sagt mir, wo sie sich versammeln und ich sehe, was ich finden kann. Die städtischen Gärten im Norden wären so gut wie jeder andere Ort, um eure Suche zu beginnen. Im Nordwesten liegt ein verlassener Marktplatz. Und die Kirche der Heiligen Maria von Josaphat ist ein beliebter Versammlungsort. An diesen drei Orten solltet ihr finden, wonach ihr sucht. Ich weiß diese Informationen zu schätzen, Rafik. Ich werde sie weise nutzen. Ja, tut das. Der ist auf jeden Fall viel freundlicher als der letzte. So, dann gehen wir hier hoch. Dann haben wir hier ja gleich Taschendiebstahl. Ach, ich erinnere mich. Kann das sein, dass wir da das letzte Mal gefailt haben? Das frage ich eigentlich. Ich bin's. Ich fail immer. So, hier hoch. Ja. Ach, sage ich es doch einfach, was ich trainiere. Also ich will hier abnehmen. Ich habe ja ein gewisses Übergewicht. Und, oh, da wollte ich jetzt aber nicht hin. Ich habe ja ein gewisses Übergewicht und das will ich natürlich loswerden. Das habe ich schon einen großen Batzen losbekommen. Mit Training und Ernährungsumstellung und sowas. Allerdings habe ich mir dann den Fuß verletzt, weswegen ich dann nicht mehr ins Training konnte und dann aus Langeweile eben genascht habe. Deswegen habe ich jetzt eigentlich fast wieder den kompletten Batzen, den ich abgenommen habe, wieder zugenommen. Was natürlich kein Zustand... Oh. Ihr dürft nicht passieren. Was natürlich kein Zustand ist. Hier wirst du sterben. Hey. Fängt er wieder toll an. Wo war ich jetzt? Ach ja, was natürlich kein Zustand ist, dass man wieder das, was man abgenommen hat, wieder zunimmt. Ach, den haben wir doch das letzte Mal schon erledigt. Ich erinnere mich. So. Aber jetzt weiß ich immer noch nicht, wo dieser Fuzzi ist, den wir der beklauen müssen. Das war doch irgendwo drin. Ist da ein Eingang? Nee, das ist kein Eingang. Warum tut er das? Ach Mist. Ach, weil ich ja nur eine halbe Stunde Zeit habe, gehen wir mal zu einem Aussichtsturm. Wie dem hier. Und schauen mal, ob wir irgendwas anderes finden zu machen. Kann ja nicht sein, dass ich hier meine ganze halbe Stunde nach mit dem Suchen verbringe hier. Naja, auf jeden Fall, ich gehe jetzt dann wieder ins Fitnessstudio, um da mein Trainingsprogramm abzuliefern. Ein richtig gut ausgearbeitetes. Und, ja. Deswegen kann es auch sein, dass ich mal wirklich Probleme bekomme. Oh. Dass ich auch echt mal kommst du hoch, Bruder?
Wohl nicht. Dass ich auch mal wieder wirklich Probleme bekommen könnte. Ach. Oh. Das hat sich ja echt gelohnt. Ist das der Aussichtsturm? Naja, auf jeden Fall Probleme bekommen könnte mit der Aufnahme. Dass ich einfach nicht hinterherkomme, weil mit Weg und Trainingsplan habe ich halt, sind das halt eben 2 Stunden pro Tag. Mit einem Tag Pause. Okay, mit 3 Tagen Pause. Ihr dürft nicht hier sein. Geht, bevor wir Gewalt anwenden müssen. Also 3 Tagen Pause. Also ich trainiere immer. Ja, jetzt. Ich trainiere immer Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag. Die anderen Tage habe ich sozusagen frei. Wo ich dann versuche, da aufzunehmen. Was halt natürlich nicht jedes Mal funktioniert. Das kennt, ihr kennt das wahrscheinlich selber. Weil man will ja auch noch ein bisschen Real Life haben. Deswegen kann es einfach sein, dass ich mal ein bisschen mit Aufnahmen hinterher hinke. So, meist irgendwas Neues. Bürger retten, Bürger retten? Ja, irgendwie nicht. Gehen wir mal zu dem Aussichtsturm. Mensch, es lief es immer so gut. Nach. Dieb! Das wird dich lehren zu stehlen! Sollen wir mal den Bürger retten? Ihr wart es vor meinen Augen zu stehlen? Das kostet euch euren Hals. Du dreckiger Dieb! Mensch! Jetzt wirst du sterben! So. Ein bisschen Action. Ja. Und tschüss. Ach. Mit den starken Angriffen komme ich echt noch nicht zurecht mit dem Kontern. Danke euch. Danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Ja, dann fang doch mal an. Was ist das? Gnädiger Gott, eine Assassine! So, schnell hier hoch. Bevor noch andere Gäste kommen. Irgendwie kratzt mein Hals gerade. Ich werde doch nicht wieder krank. Das wäre natürlich echt blöd. Nein, hinten, nach hinten fallen, nach hinten fallen, nach hinten fallen. Gut. So, gehen wir mal zu dem Aussichtsturm. Weil kann ja nicht sein, dass wir nur diese eine Mission haben. Wir müssen ja noch mehr haben. Schaffe ich das? Natürlich. Wie könnte ich an Alter ihr zweifeln? Das wird dich lehren zu stehlen. Tut doch jemand etwas? So, hier hoch. Dreckiger Dieb. Dafür hacke ich dir die Hände ab. Ach ja. Also normal bin ich ja jemand, der Leuten hilft. Aber in dem Spiel Bürger retten ist echt anstrengend. Das wird dich lehren zu stehlen. Und wir werden gleich abgeknallt. Herrlich. Deswegen gleich. Tschüss. So, haben wir jetzt was dazu bekommen? Ach, genau. Nee. Dann müssen wir wohl Taschendiebstahl machen. Ja, jetzt wird grün. Ihr wagt es vor meinen Augen zu stehlen? Jetzt versteckst du dich, aber du wirst wieder auftauchen. Ihr wagt es vor meinen Augen zu stehlen? Das kostet euch euren Hals. Doch jemand etwas? Ihr wagt es vor meinen Augen zu stehlen? Ach ja, ich
Ich mag das Spiel. Ich mag das Spiel. Wenn es funktioniert. Nein, hoch. Ich kann mich noch an einen meiner ersten Let's Player erinnern, die ich angeschaut habe. Und der hat das Spiel auch Let's Played. Und der hat das Spiel so dermaßen verflucht. Das glaubt ihr gar nicht. Könnt ihr mal reinschauen, The Kados Zone. Den kennen einige bestimmt. Und der hat das Spiel Let's Played, aber wie? Also, der hat noch mehr gefehlt als ich. Und das muss was heißen. Und ich suche immer noch. Was tut dieser Mann denn? Runter. Jemand muss ihn aufhalten, bevor er sich verletzt. Und ich suche jetzt immer noch den Taschendieb. Also ich bin ja der Taschendieb, ich suche den ich beklauen kann. Mist. Was hängt da eigentlich? Sind das Pepperoni oder sowas? Das wäre ja eine unglaubliche Menge. Aber ich liebe Pepperoni oder Chili. Ich esse echt gern scharf. Also ich laufe hier jetzt mal einfach mal entlang und schaue, ob ich ihn irgendwie finden kann. Okay. Das könnte ein wenig dauern. Ach ja. Ich glaube, das wird heute eine langweilige Session. Aber sowas muss es auch mal geben. Ach, ich erinnere mich. Wir müssen da rein. Was steht ihr hier herum? Aber ich habe keine Ahnung mehr wie. Gehen wir mal hier hoch. Wäre es nicht lustig, wenn er sich verletzen würde? Was hat er gerade gesagt? Wäre es nicht lustig, wenn er sich verletzen würde? Stirb, du Dieb! Genau, hier wartet's doch. Ich wusste es doch. Wie konntet ihr an mir zweifeln? So, ich würde sagen, den beklauen wir jetzt noch. Und dann beende ich die Session. Oh nee, noch nicht. Hab noch 15 Minütchen. Was hast du da? Plunder. Der Mann besaß nichts von Wert. Nur eine verdammte Röhre. Alles, was ich fand, war ein Pergament mit unsinnigen Kritzeleien. Das ist nicht unsinnig, das sind Lettern und Worte. Warum steckt ein Mann Lettern und Worte in eine Röhre? Verschwendung, wenn du mich fragst. Muss wichtig sein. Gib her und ich sehe es mir an. So wie letztes Mal? Ich lass mich nicht von dir bestehlen. Bist du gerissen. Viel Vergnügen damit. Also der ist hartnäckig. Aua, aua. Und der hat's in sich. So, na endlich. Gott sei Dank. Na toll. Wieder nichts dazugekommen. Dann gehen wir einfach nochmal ins Büro. Wenn ich hier wieder rauskomme, lebend.